Moin Leute, Tag 16 bei This War of Mine. Und weiter geht's. Uns geht es eigentlich sehr gut. Wir haben letzte Nacht einen Deserteur erledigt, sag ich mal. Und das heißt, wir haben jetzt eine Schutzweste bekommen von ihm. Ja. Mal gucken, wie wir sie gebrauchen können. So, warm genug ist es mittlerweile. Ich würde sagen... Oh, die Falle ist fertig. Wunderschön. Mein Magen knurrt. Ah, meiner auch. So, legen wir direkt neu aus. Wir haben noch zweimal Dünger. Okay, jetzt muss ich mal gerade gucken. Haben wir noch genug Wasser? Sieht nicht so aus. Wir haben auch keinen... Filter. Das heißt, wir müssen erstmal wieder welche machen. Das heißt, wir können auch nicht kochen heute. Na gut. Dann halt heute nichts zu essen. Ja, es könnte sein, dass wir doch nochmal Feuerholz reinschmeißen müssen in die Ofen. Die Öfen. Denn die Temperaturen fallen ja doch wieder. Na gut, machen wir. Und zwar ganz genau jetzt. Wunderschön. So, ja, was gibt's sonst Neues? Es ist kalt. Wie im echten Leben. Regnet natürlich mal wieder den ganzen Tag. Ja, toll. Aber so ist der Winter. Und hier scheint es jetzt ja irgendwie so in den Frühling überzugehen. Hier ist es zwar noch kühl. Nee, noch ist hier kein Frühling. Obwohl draußen. Ah, naja, doch, vielleicht. Oh, ich hatte doch noch Filter. Na gut. So. Aber Moment mal, wir haben vier davon. Eins, null, okay, brauchen wir nicht. Eine, ja, nee, okay. Ach so, Moment, wir wollten ja noch mal gucken, ob wir hier nicht irgendwie die Wände zunageln können, die Löcher zunageln können. Ich denke, dass... Oder wir machen erstmal einen Sessel zur... für den Komfort, genau. Den tun wir hier hin. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz werden wir jetzt mal ein Loch stopfen. Das da. Ha, setz dich mal auf dein neues Werk. Wunderschön, ne? Ja, das sieht doch toll aus. Ja. Okay. Wir haben's gleich. Ja, naja. Besser als vorher. Auf jeden Fall. So, scheint keiner zu kommen. Also beenden wir mal den Tag. Ja. Du stehst Wache, du stehst Wache, du stehst Wache. Nein, du wirst schlafen. So. Plündern. Jo. Wir waren zuletzt, ja, wenn ich das jetzt nochmal wüsste, ich glaube im Reisebüro. Nee, doch nicht. Oder doch? Oder nicht? Oder doch? Bombardierte Schule, da waren wir auch schon. Baustelle, zerstörte Villa. Ach ja, genau. Deserteure der Armee. Ja, gehen wir auch direkt wieder rein. Diesmal gut bewaffnet mit Rüstung und Messer. Und vielleicht noch einem Sägeblatt. Und vielleicht noch einer Brechstange, obwohl, ja,
Nee, komm, scheiß drauf. Gehen wir jetzt mit rein. Ja, falls sie uns erwischen wollen, naja, sollten, dann können wir noch ein bisschen abhauen. Wir haben ja jetzt die Rüstung, das heißt, wir halten mehr aus und vielleicht kriegen wir es dann noch hin, uns irgendwie zu verstecken. Und, oh. Ach so, okay. Der ist da durchgegangen. Ah ja, genau, die mit ihrem Lösegeld hier. Die Schweine. Das sind echt Schweine. So, Eiernahrung, das ist schon mal schön. Das. Das brauchen wir zwar bisher noch nicht, aber wer weiß. Und ein Buch, ein Buch, ein Buch. Das sieht nach einem Medizinschränkchen aus. Auch sehr, sehr schön. Geil. Das lässt das Herz auch etwas höher schlagen. Okay, ich habe gesehen, da oben konnte ich ein Sägeblatt verwenden. Nee, Quatsch, eine Brechstange, Entschuldigung. Stapel, Stapel, Stapeln. Nein, geht nicht mehr, okay. Hab ich das überhaupt schon? Nee. Na gut. Aber das. Ist da jemand? Ja, da ist jemand. Oh. Komm her, du Schwein. Okay. Du Erpresser. Lösegeld für den Toten fordern. Ich glaube, es geht los. Komm, hau ab. Geht doch. Hauptsache, das fällt ihm jetzt auf. Was, ich mache mal ein bisschen Lärm. Hahaha. Das ist jetzt dieselbe Taktik wie beim letzten. Wir locken ihn an und dann aus dem Hinterhalt. Zack. Uah, kommt jetzt direkt der nächste. Was ist das denn? Sind die irgendwie so miteinander verdrahtet oder was? Er sieht mich nicht. Uah. Naja, komm, dich machen wir direkt. Mit. Oder auch nicht. Komm. Oh. Er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Nein. Oh, doch nicht. Alright, alright. Here we have it. Ja. Feige verstecken hilft dann eben doch, aber hey, die haben Schusswaffen, ich nicht. Oh, wei, jetzt muss ich mich entscheiden. Oh Gott, okay, da muss leider das Holz dran glauben. Und vielleicht auch das Buch. Weil die haben echt geile Sachen hier. Die ich auf jeden Fall brauche. Weil selbst das, was überflüssig ist, kann ich dann gut eintauschen, weil so eine Schutzweste. Die ist bestimmt einiges wert. So, für Nahrung oder halt noch für viel mehr Holz. Das ist schon besser. Ah, das Buch muss leider auch weg. So. Okay. Aber das mache ich trotzdem noch auf hier. Und da gucken wir dann einfach am morgigen Tag rein. Und die Küche ist jetzt übrigens auch clean. Das heißt, ich kann auch morgen schön Nahrung mitgehen lassen. Haha. Wunderschön. Ja, hat sich doch eigentlich gut gelohnt. Damit sind wir bei Tag 17. Da haben wir schon einiges geschafft. Ich hätte auch sterben können. Ah ja, hättest du. Aber bist du nicht. Du bist nicht tot. Oh, wir wurden ausgeplündert. Was? Aber wir haben sie vertrieben. Oh, er ist traurig. Ja, gut. Das war jetzt irgendwie ein bisschen klar.
Noch wer traurig? Nö. Na dann. Warte. Erstmal schön den Filter befüllen. Denn wir brauchen ja ganz viel Wasser. Okay. Und du darfst jetzt schon mal kochen. Ist das nicht schön? Ich finde schon. So, jetzt haben wir auch echt geile Waffen. Hier zwei Schrotflinten, zweimal ein Sturmgewehr und, naja gut, wir haben nicht ewig Munition. Sechs Kugeln für Schusswaffen. Eigentlich haben Schrotflinten und Sturmgewehre unterschiedliche Munition. In diesem Spiel anscheinend nicht. Hier steht nur für Schusswaffen, das heißt, es wird wahrscheinlich für alle gelten. Ja, und halt Militärwesten. Steigert die Chance enorm, Schüsse oder Stiche einer Klinge zu überleben. Ja, sehr schön. Wir sind gut bewaffnet. Ah, wir haben ja gar kein Gemüse. Na toll. So. Aber wir haben Zeit. Wir haben ganz viel Zeit. Ja, hoffentlich kommt heute mal jemand. Vielleicht ein Händler oder so. Dann kann ich direkt ein paar Sachen eintauschen. Das wäre echt geil. Obwohl, uns fehlt es eigentlich an nichts. Wir haben ausreichend Medikamente. Wir haben wirklich viele Bandagen. Wir haben mehr als genug Essen. Okay, mehr als genug Essen kann man eigentlich nicht haben. Aber wir haben wirklich sehr viel Essen. Und wir haben einen guten Unterschlupf, den wir auch noch ausbauen werden. Hier haben wir noch ein Loch. Und hier. Also hier und hier oben. Und es sieht echt gut aus. Den Winter haben wir überlebt und ich denke, das können wir wirklich zu Ende bringen. Ah, wir haben nicht genug Wasser, Mist. Aber egal, denn das ist ja bald fertig. Und notfalls haben wir noch eine Konservendose übrig. Die wir verspachteln können, also zumindest den Inhalt. Ja, jetzt ist aber langsam genug mit Pennen. Ach ja, übrigens, wir haben nur noch wenig im Ofen und wir müssen nicht nachheizen. Das ist ein gutes Zeichen. Okay, das Wasser ist fertig. Ja, und er hat hier gerade so ein bisschen Schuldgefühle. Er hat gesagt, er muss sich verteidigen, aber er hasst das, was er tun musste. Also, die beiden umbringen, oder eigentlich die letzten drei umbringen. Aber hey, hier ist das irgendwie was anderes. Ich weiß nicht. Also es ist eine ganz, ganz andere Situation, das kann sich, glaube ich, keiner von uns vorstellen. Wie es in so einem Kriegsgebiet wirklich zugeht. Also ich hoffe zumindest, dass es sich keiner vorstellen kann, weil ich wünsche es eigentlich keinem. So. Ja, wieder ist keiner gekommen. Sehr schade. Und ich glaube, ich hatte es schon mal erwähnt, aber ich finde das sehr schade. Ich glaube, man kann nur vier Leute auf einmal im Unterschlupf haben und wir könnten theoretisch eigentlich sogar noch einen fünften mit aufnehmen. Ich hoffe, dass die Entwickler das mal irgendwie irgendwann überarbeiten, dass man auch noch mehr als vier Leute aufnehmen kann, weil es ist ja Sache des Spielers, ob er sie aufnehmen möchte oder nicht. Naja, andererseits gibt es auch wieder nur eine bestimmte Anzahl an spielbaren Charakteren und ja, wenn man einen weggeschickt hat, wird er auch nicht wiederkommen, denke ich mal. Ist wahrscheinlich so ein kleiner Schutz, aber andererseits macht es das auch leichter. Und das ist so ein Spiel, das wirklich schwer ist. Ich glaube, es wurde jetzt schon ein bisschen leichter gemacht. Irgendwie wurde der Materialverbrauch mit einem Patch verringert oder irgendwas wurde gemacht, dass es ein bisschen leichter gemacht wurde. Und seitdem finde ich es eigentlich schon, wenn man es zwei, dreimal gespielt hat, zu leicht. Leider.
Also ich erinnere mich noch an die ersten Male, wo ich das Spiel gespielt habe. Ich habe wirklich 5 bis 10, nee, ich, ja, 8 Versuche waren es, die ich komplett verkackt habe, bis ich dann wirklich einmal so ein bisschen die Spielmechanik gerafft habe und ja, so ein bisschen dahinter gekommen bin, wie das hier so funktioniert. Und dann ging es auch einmal, aber dann bin ich halt auch nur bis Tag 20 oder so gekommen. Und ja, dann irgendwann habe ich es mal durchgeschafft. Ich glaube, ich habe jetzt das Spiel 4 oder ja 4 Mal durchgespielt, würde ich sagen. Oh, schön. Aber halt, dass der Zeitraum zwischen dem letzten Durchspielen und der ersten Aufnahme, der war schon länger. Und deswegen hatte ich am Anfang auch ein bisschen Startschwierigkeiten. Aber es hat ja eigentlich bisher gut geklappt. Ah, achso, ich dachte, das wäre ein Joint. Das ist eine Zigarette, alles klar. Kaputte Sachen. Ich mag keine kaputten Sachen eigentlich, aber gut. Eine Gitarre. Ja, okay, was soll's. Und das hier könnten wir vielleicht noch gebrauchen. Und das auch. Ja, okay, aber. Naja, gut. Ich guck mal, was man hier noch so öffnen kann. Aber erst gucke ich, ob hier nicht noch irgend so ein Geier rumgeiert. So ein Typi. Und ich guck mal, was hier so im Kühlschrank eigentlich ist. Das nehmen wir nämlich morgen mit. Ja, doch, ja. 6 Konservendosen und einmal Alkohol. Alkohol. ja. Mal gucken, ob wir unten noch irgendwas öffnen können, müssen, was auch immer. Ah, eine Notiz oder ein Hinweis oder was auch immer. Es scheint eine Lösegeldforderung zu sein. Wir haben Ihren Sohn in seinem eigenen Haus eingesperrt. Falls Sie versuchen, das Haus zurückzuerobern, töten wir ihn sofort. Falls Sie uns das Geld nicht bringen, töten wir ihn langsam. Also beeilen Sie sich besser. 10.000 oder er ist tot. Okay, ich weiß nicht natürlich, was Sie hier für eine Währung haben, aber 10.000 hört sich schon nicht gerade wenig an. Vielleicht, ich glaube, da liegt doch irgendwas, ja. Gucken, ob jetzt noch einer angeschossen kommt hier. Sieht aber nicht so aus. Also, durch die Küche, wo die zwei Typen, also eigentlich die Bewacher saßen, das ist wirklich der einzige Ausweg. Das ist schon natürlich dann bitter. Ja. Das muss der Hausbesitzer gewesen sein. Armer Kerl. Anscheinend ist er verhungert. Na, herzlichen Glückwunsch, ihr Schweine. Obwohl, nee, hier. Ah, hier hätte man auch noch irgendwie reinkommen können. Aber es war. Ja, vielleicht mit Glück hätte es keiner gehört. Aber trotzdem hätte ich nicht in die Küche gehen können. Und er hatte kein Brecheisen. Eieiei, schön. Ah, schön, Säge. Also für ihn war ein Kommen unmöglich. Okay, die Sägeblätter kann man nur einmal benutzen. Und auch hier haben wir wieder schön Nahrung. Geil. Kann ich morgen ganz schön viel mitgehen lassen. Das sind dann 7 Konservendosen. Wunderbar. Auf jeden Fall merken. Hä? Hallo? Geh doch da oben lang. Spiellogik manchmal, ich weiß nicht. So, jetzt habe ich nicht auf die Uhr geguckt. Ich weiß nicht, ob wir schon 20 Minuten voll haben. Ich glaube, die letzten beiden Parts waren ein bisschen kürzer als davor, so um die 18 Minuten. Aber bevor es jetzt zu lang wird, machen wir einfach mal ein Päuschen. Und ja, Marco ist zurück, hurra! Hippie! Und machen dann einfach im nächsten Part weiter. Ja. Lief ja eigentlich ganz gut. Oh, na toll, jetzt nicht mehr. Tag 18, Ausbruch von Kriminalität. Das heißt, jetzt müssen auf jeden Fall ganz schnell die Löcher gestopft werden, weil das ist natürlich für Plünderer leicht, da reinzukommen. Okay, wir haben den Joint, ich meine die Zigarette und leere Patronenhülsen, da können wir bestimmt was mit anfangen irgendwann. Also craftmäßig, keine Ahnung. Eine kaputte Gitarre. Wenn wir die repariert haben, wird es wahrscheinlich dann so ein Aufmunterer. Ja, hier Gitarre. Cool. Noch ein Gewehr, Munition, ein
Ja, so ein Edelstein, das ist immer sehr schön zum Tauschen. Medizin, also Kräuter, okay, aber trotzdem. Ein bisschen Holz und ein bisschen Schießpulver, ne? Würde ich sagen, ja. Okay, ja. Also, wie gesagt, dann sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Haltet die Ohren steif und bis dahin. Auf Wiedersehen.